Liebe Nordwestmecklenburgerinnen und Nordwestmecklenburger, das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen und es ist Zeit, einmal innezuhalten, zurückzuschauen auf das vergangene Jahr und einen Ausblick zu wagen auf das Neue. Unser Landkreis befindet sich im Aufschwung. Der Wirtschaft geht es gut, vor allen Dingen der Industrie und dem Handwerk. Die Landwirtschaft hatte ein schweres Jahr, aber der Tourismus befindet sich ebenfalls im Aufschwung und die Werft gibt einen zusätzlichen Auftrieb in das Jahr 2019. Die Arbeitslosenquote ist so gering wie noch nie nach der Wende. Wir sind jetzt auf unter 6% gerutscht und immer mehr Menschen haben Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung. Nordwestmecklenburg ist ein Landkreis mit einer sehr schönen Landschaft. Wir haben die Ostsee vor der Haustür und befinden uns im Städtedreieck zwischen Lübeck, Schwerin und Rostock. Und wir sind Mitglied in der Metropolregion Hamburg. Das gibt uns zusätzlich Kraft und zeigt uns weitere Möglichkeiten auf. Aber ich denke, es gibt noch viel zu tun. Gemeinsam strengen wir uns an, auch die weiteren Probleme zu lösen, die vor uns stehen, wie zum Beispiel der Breitbandausbau, die Sanierung der Infrastruktur, Kreisstraßen ist ein Thema, aber auch die Sanierung der Schulen und eine weitere Steigerung der Kinderbetreuungsplätze. Das tun wir in gemeinsamer Anstrengung, einmal der Landkreis an sich, aber auch mit den Städten und Gemeinden. Jeder erfüllt seine Aufgabe, so gut er kann, und gemeinsam werden wir auch diese Dinge anpacken. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und ich möchte Ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien wünschen, einen guten Rutsch in das neue Jahr und vor allen Dingen Gesundheit. Und vielleicht denken Sie auch an die, denen es nicht so gut geht. Spenden können Sie an vielerlei Orten. Ich möchte Sie dazu ermuntern, auch Gutes zu tun und das in die Welt hinauszutragen. Frohe Weihnachten!